Tatbestand und Wirksamkeit des Rechtsgeschäfts sind auseinanderzuhalten. So wie Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft auseinanderzuhalten sind, so auch Tatbestand und Wirksamkeit. Insoweit ist durchaus, auch die Frage kam ja letztes Mal, der Begriff des Trennungsprinzips oder Abstraktionsprinzip durchaus etwas, was für ein differenziertes Denken ganz selbstverständlich ist. Denn man differenziert verschiedene Sachverhalte voneinander oder man trennt eben diese Sachverhalte voneinander. Und was man hier eben trennen muss, ist, dass der Tatbestand des Rechtsgeschäfts von der Frage der Wirksamkeit eines Rechtsgeschäfts zu unterscheiden ist. Das ist also im Grunde eine zweite wichtige Differenzierung, auf die es ankommt, auf die ich jetzt näher eingehen möchte oder auch zum Verständnis für die Rechtsgeschäftslehre eingehen muss. Noch einmal zu den Gründen für den allgemeinen Teil. Wir erinnern uns, es geht darum, dass vor die Klammer etwas gezogen wird, was für alle Rechtsgeschäfte gleichermaßen gilt. Und die Erinnerung ist, Rechtsgeschäfte gibt es eben nicht nur im Schuldrecht, also es gibt nicht nur Verpflichtungsgeschäfte, sondern wie wir jetzt ja auch schon gesehen haben, es gibt entsprechende Verfügungsgeschäfte, das heißt im Sachenrecht gibt es entsprechende Rechtsgeschäfte, der dingliche Vertrag nach § 929 oder eben durchaus auch im Erbrecht der Erbvertrag oder auch das Testament und so weiter, im Familienrecht der Ehevertrag und Unterhaltsverpflichtungen und Unterhaltsverträge, die geregelt werden können. Also der ganze Bereich des Privatrechts wird vor allem dominiert durch das Rechtsgeschäft. Da wiederhole ich mich. Darauf habe ich ja schon hingewiesen, als wir uns über die Bedeutung versucht haben zu verständigen, die Bedeutung des Rechtsgeschäfts für eine freie Gesellschaft, in der also die Allokation von Gütern nicht durch eine zentrale Verwaltung, sondern durch individuelle Beschaffung, durch individuelle Rechtsmacht erlangt wird. Die Allokation also in die Hand des Einzelnen gelegt wird. Und das bedeutet hier der Gedanke des freien Markts. Darauf werden wir dann im zweiten Block noch genauer eingehen. Das bedeutet also, die Rechtsgeschäftslehre regelt das für alle Rechtsgeschäfte Gemeinsame. Und das bedeutet, hier geht es um spezielle Voraussetzungen bei den speziellen Regelungen der einzelnen Rechtsgeschäfte, also etwa Formvorschriften und so weiter, die etwa nur für das Testament gelten, werden dann natürlich im Erbrecht behandelt. Ja, besondere Vorschriften für das Testament werden dann nicht im allgemeinen Teil behandelt. Im allgemeinen Teil wird etwa behandelt, wie die Schriftform auszusehen hat. Und da dann die anderen Teile immer wieder darauf abstellen, dass bestimmte Rechtsgeschäfte der Schriftform bedürfen, fragt man, okay, was bedeutet jetzt eigentlich Schriftform? Und dann guckt man in den allgemeinen Teil und findet in § 126 etwa eine Regel über die Schriftform. Da wird dann klargestellt, ist durch Gesetz schriftliche Form vorgeschrieben, so muss die Urkunde von dem Aussteller eigenhändig durch Namensunterschrift oder mittels notariell beglaubigtem Handzeichens unterzeichnet werden. Wir haben also da dann eine spezielle oder eigentlich eine allgemeine Regelung im allgemeinen Teil über das, was eine Schriftform auszeichnet. Man muss das dann also nicht nochmal wieder im Schuldrecht, im Sachenrecht oder im Familien- bzw. Erbrecht speziell definieren und regeln. Aber wenn es Abweichungen gibt, wenn also das Testament einer besonderen Form, nämlich der Eigenhändigkeit bedarf, ja, Schriftform bedeutet eben nicht eigenhändig. Ich kann also grundsätzlich einen Vertrag im Computer schreiben, dann ausdrucken, aber § 126 sagt etwas dazu, dass eigenhändig unterzeichnet werden muss. Also das ist der Gedanke der Unterschrift. Während aber das eigenhändige Testament auch eigenhändig geschrieben werden muss. Ich kann also, um ein gültiges Testament zu verfassen, nicht im Computer das Schreiben dann ausdrucken und einfach nur unterschreiben. Das wäre formungültig, so ein Testament. Ich muss es tatsächlich handschriftlich machen. Es gibt dann noch das notarielle Testament. Ich kann also zum Notar gehen und dann hat das natürlich auch wieder eine besondere Dignität. Aber es gibt dann eben diese speziellen Formvorschriften aus dem besonderen Teil. Alles, was für alle anderen
Bereiche gleichermaßen gilt, ist sozusagen vor die Klammer gezogen. Ja? Und die speziellen Voraussetzungen, die sind dann speziell bei dem jeweiligen Rechtsgeschäft geregelt. Das Gemeinsame, das also vor die Klammer gezogen wird, das finden wir erstens mit dem Begriff der Willenserklärung. Und da sind wir bei den Paragraphen 104 bis 144. Also alle gemeinsamen Regelungen für alle Rechtsgeschäfte. Ja, denn wir haben gesehen, ein Rechtsgeschäft besteht aus mindestens einer Willenserklärung. Das heißt, der Grundtatbestand der Rechtsgeschäftslehre oder des Rechtsgeschäfts ist die Willenserklärung. Und deswegen finden wir die allgemeinen Regeln für das Rechtsgeschäft im allgemeinen Teil, keine Besonderheiten dann für die anderen Bereiche, die dort speziell geregelt werden. Und schließlich der Vertragsschluss. Damit sind wir im Grunde auch bei dem, was für alle Rechtsgeschäfte gilt, nämlich der Begriff der Willenserklärung und was eben nur für die mehrseitigen Rechtsgeschäfte gilt, nämlich der Vertragsschluss. Die Paragraphen 104 bis 157 sind also die zentralen Regelungen für das Rechtsgeschäft und den Tatbestand der Willenserklärung sowie für den Tatbestand des Vertrages. Wenn ich also einen Kaufvertrag schließe, dann sind die Regeln der Paragraphen 145 fortfolgende genauso relevant wie die besonderen Regelungen, die dann in den Paragraphen 433 fortfolgende eventuell noch Modifikationen enthalten. Aber, und das können wir uns hier schon mal merken, für das Entstehen eines Schuldverhältnisses ist der Vertrag maßgeblich. Schauen wir uns mal den Paragraphen 311 an. Paragraph 311, das ist so eine ganz allgemeine Regelung aus dem Schuldrecht. Da steht dann, rechtsgeschäftliche und rechtsgeschäftsähnliche Schuldverhältnisse, Absatz 1, zur Begründung eines Schuldverhältnisses durch Rechtsgeschäft sowie zur Änderung des Inhalts eines Schuldverhältnisses ist ein Vertrag zwischen den Beteiligten erforderlich, soweit nicht das Gesetz ein anderes vorschreibt. Das heißt, der zentrale Tatbestand, um sich zu verpflichten, ja, ist die Notwendigkeit, einen Vertrag zu schließen. Damit ist auch schon das nochmal verdeutlicht, was wir schon bei der allgemeinen Kategorie der mehrseitigen Rechtsgeschäfte, aber einseitig verpflichtenden Rechtsgeschäfte gesehen haben. Es ist in jedem Fall ein Vertrag erforderlich, auch wenn es dann nur eine Seite verpflichtet, weil Paragraph 311 geht explizit davon aus, dass die Begründung eines Verpflichtungsgeschäfts eben des Vertrages bedarf. Und deswegen sind alle Regeln, die ganz allgemein für die Willenserklärung relevant sind und die ganz allgemein für den Vertrag relevant sind, bereits im allgemeinen Teil auch geregelt. Das schauen wir uns im Detail an. Hier geht es uns heute nur um einen kurzen Überblick. Der Tatbestand der Willenserklärung. Haben wir also gesehen, dass ein Rechtsgeschäft ganz zentral vom Tatbestand der Willenserklärung determiniert ist. Es gibt also die einseitigen Rechtsgeschäfte und es gibt die mehrseitigen Rechtsgeschäfte. Dann sind die einseitigen Rechtsgeschäfte die, bei der es nur einer Willenserklärung bedarf. Und die mehrseitigen Rechtsgeschäfte sind die, bei denen es mehrere, nämlich der von allen Seiten zustimmenden Willenserklärung bedarf. Das nennen wir klassischerweise den Konsens. Tatbestand der Willenserklärung ist die Äußerung eines auf einen Rechtserfolg gerichteten Willens. Nun, da haben wir schon gleich im Grunde zwei Tatbestandsmerkmale, nämlich die Äußerung und den Willen. Das sieht man auch in dem Begriff der Willenserklärung, ein Begriff, der so im allgemeinen Sprachgebrauch nicht gängig ist und nicht so häufig vorkommt, dass also die Willenserklärung besteht aus dem Willen und der Erklärung. Wenn wir ganz kurz in die Psychologie gehen, und wir werden das im Rahmen der Vorlesung dann ja noch
intensiver machen müssen. Denn wie manche sagen würden, das Entscheidende ist und bleibt der Wille, ja, einen bestimmten Rechtserfolg herbeizuführen. Das ist auch der Grundgedanke der Autonomie, auf den wir dann noch genauer eingehen. Freiheit, Autonomie und Wille kann man fast schon synonym verstehen. Das heißt, der individuelle Wille soll sich eben gestalten können und deswegen ist der Wille so entscheidend und so maßgebend. Auch das etwas, was durchaus auf die Rechtsphilosophie von Kant zurückgeht oder die allgemeine Philosophie, die praktische Philosophie Kant zurückgeht, dass der Wille das maßgebliche Utensil ist, um bestimmte Rechtsänderungen herbeizuführen. Nun haben wir aber das Problem mit dem Willen der Gestalt, dass sie im Rechtsverkehr, dass der Wille im Rechtsverkehr ja unsichtbar ist und nicht einfach zu sehen ist. Wenn also einer für sich immer denkt, ich will aber, oh, ich will gerne, dann ist die Frage, ist das wirklich ein Wille? Ich kann morgens also um 6 Uhr im Bett liegen, der Wecker klingelt und ich kann sagen, okay, ich will aufstehen und ich tue es aber nicht. Die Frage ist dann, ob ich tatsächlich den Willen habe, aufzustehen. Wir würden sagen, es gibt eben einen geradezu notwendigen Zusammenhang zwischen einer Handlung und dem Willen, denn die Handlung ist immer der Ausdruck des Willens und zwar der äußere Ausdruck des Willens. Und bei der Willenserklärung kommt es eben auch auf die Handlung an und insbesondere klassischerweise, da ist für das Vertragsrecht und die Kommunikation vor allem auf Worte und Begriffe ankommt, dass diese Handlung darin besteht, dass sich jemand erklärt. Die Erklärung des Willens ist dann also die rechtsgeschäftliche Handlung. Die Erklärung des Willens ist die rechtsgeschäftliche Handlung, auf die es dann ankommt. Und das heißt, der Wille muss sich entäußern, der muss entäußert werden, weil er sonst keine Folgen zeitigen kann. Wir werden das noch ausführlicher uns anschauen, denn es kann durchaus sein, dass zwischen diesen beiden Tatbestandsmerkmalen dann eine Diskrepanz auftritt. Also ich kann etwas wollen, kann mich aber unglücklich ausdrücken und dann stellt sich die Frage, gilt nun das, was ich erklärt habe oder gilt das, was ich gewollt habe? Also nehmen wir einen einfachen Beispielsfall. Ich will mein Fahrrad verkaufen für 500 Euro. Ist ein besonders teures, ja, ich gebe es zu, ein besonders wertvolles. Ich will es also für 500 verkaufen, verspreche mich aber beim Inserat oder bei eBay, stelle ich ein und vergesse eine Null. Ich stelle es also ein, schöne Fotos gemacht und schreibe 50 Euro. Es kommen sofort die ersten Angebote und ich bin dann sozusagen gehalten, den Vertrag möglicherweise zu erfüllen auf der Basis von 50 Euro. Oder kann ich hinterher mich darauf berufen, dass ich eigentlich 500 wollte? Also, das nennt man einen sogenannten Erklärungsirrtum. Ich erkläre also etwas, was ich eigentlich gar nicht gewollt habe. Schauen wir mal schon im Vorfeld auf den Paragraphen 103 und 30. Da würde man dann denken, da steht etwas über die Auslegung einer Willenserklärung. Bei der Auslegung einer Willenserklärung ist der wirkliche Wille zu erforschen und nicht an dem buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu haften. Hier sehen wir schon, dass bei der Auslegung einer Willenserklärung vor allem der Wille zu erforschen ist und man nicht am buchstäblichen Ausdruck haften soll. Heißt das dann, ah ja komm, da steht jetzt halt 50, nun hab dich mal nicht so, ich habe eigentlich 500 gemeint, wird man sagen, kann man 50 noch so interpretieren und auslegen, dass es eigentlich 500 heißen sollte? Nein, irgendwo gibt es Grenzen bei der Auslegung und die Grenze der Auslegung, das kennen Sie aus der Vorlesung zur Methodenlehre, ist da erreicht, wo man eben schon ansonsten das Wort extrem zerquetschen müsste. Und die Zahl 50 ist nun mal nicht 500. Ich kann also 50 nicht als 500 interpretieren. Und auch das hat natürlich der Gesetzgeber gesehen. Das heißt, wir kommen von der Auslegung, der Erklärung, wenn wir merken, okay, das ist offiziell und nicht abänderbar. Auf 50 hat sich hier jemand offenbar geäußert. Dann bleibt der Paragraph 119. Und wir schauen da mal rein in Paragraph 119. Da ist der Fall offenbar mit berücksichtigt, wer bei der Abgabe einer Willenserklärung über deren Inhalt im Irrtum war oder eine Erklärung dieses Inhalts überhaupt nicht abgeben wollte, kann die Erklärung anfechten, wenn anzunehmen ist,
dass er sie bei Kenntnis der Sachlage und bei verständiger Würdigung des Falles nicht abgegeben haben würde. Also, nehmen wir schon mal voraus, § 119 berücksichtigt die Diskrepanz von Wille und Erklärung, wenn also das, was ich erkläre, nicht dem entspricht, was ich eigentlich ursprünglich wollte, dass ich also hier ein Anfechtungsrecht habe. Ich kann mich dann also nicht darauf berufen, dass ich eigentlich was anderes sagen wollte und du hast mir jetzt gefälligst 500 € zu zahlen, wenn du das Fahrrad haben möchtest. Der andere kann mich daran festhalten, zu sagen, du hast es für 50 angeboten, ich wollte es für 50 haben, also was ist jetzt? Dann kann ich sagen, na gut, okay, ich fechte das Rechtsgeschäft an. Und damit sind wir schon bei der Frage der Wirksamkeit. Der Tatbestand der Willenserklärung ist, ich habe erklärt, für 50 verkaufen zu wollen. Ja? Aber diese Erklärung ist möglicherweise anfechtbar, weil nach § 119 ich etwas erklärt habe, was ich gar nicht wollte. Und die Konsequenz einer solchen Anfechtung finden wir dann in § 142. § 142. Die Wirkung der Anfechtung: wird ein anfechtbares Rechtsgeschäft angefochten, so ist es als von Anfang an nichtig anzusehen. Das heißt, ich kann durch eine Anfechtungserklärung meinen Willen richtigstellen und das Erklärte beseitigen und damit also dieses Rechtsgeschäft von vornherein als nichtig behandeln. Es ist dann tatsächlich nicht erfolgt. Die Konsequenz wäre jetzt, was machen wir eigentlich bitteschön mit dem Vertrauen desjenigen, der auf die Erklärung vertraut hat? Der Wille ist unsichtbar, da kann ja jeder kommen und hinterher sagen, ach, eigentlich wollte ich gar nicht 200, sondern ich wollte 5000. Ja? Und dann fechte ich das mal halt eben an. Und das hat der Gesetzgeber auch gesehen. Insoweit gibt es eine Schadensersatzpflicht. Wir sehen schon, wie im anderen Fall mit der Briefmarke, dass wenn also die Erfüllung unmöglich wird, aus welchen Gründen auch immer, sei es, dass derjenige, der die Sache verkauft, gar nicht der Eigentümer ist und deswegen nicht erfüllen kann, oder dass jemand sich verspricht und das Rechtsgeschäft nicht gegen sich gelten lassen will und deswegen das Rechtsgeschäft anficht, dann bleibt im Zweifel aber immer noch die Möglichkeit, einen Schadensersatz geltend zu machen. Und der Schadensersatz, der hier in Betracht käme, wäre der nach § 122. Schauen wir mal in die Norm des § 122 BGB. Da finden wir dann, ist eine Willenserklärung nach § 118 nichtig oder aufgrund der § 119 oder 120 angefochten, so hat der Erklärende, wenn die Erklärung einem anderen gegenüber abzugeben war, diesem anderenfalls jedem Dritten den Schaden zu ersetzen, den der andere oder der Dritte dadurch erleidet, dass er auf die Gültigkeit der Erklärung vertraut. Bis hierher, Details müssen uns auch an dieser Stelle erstmal noch nicht interessieren. Wir sehen nur schon, dass diese Diskrepanz, die mit dem Begriff, dem Tatbestand der Willenserklärung, also Wille und Erklärung, dass hier mit der Diskrepanz, wenn beides auseinanderfällt, einige Probleme verbunden sein können. Und die Konsequenzen werden wir genauer besprechen müssen, dann im Kontext der Rechtsgeschäftslehre, der sogenannten Rechtsgeschäftslehre. Welche Konsequenzen hat also ein nichtiges oder ein unwirksames Rechtsgeschäft? Hat es möglicherweise keine Konsequenzen? Oder eben doch. Zurück zum Tatbestand der Willenserklärung. Wenn wir also erstmal sagen, dass der Tatbestand der Willenserklärung aus zwei Teilen besteht, nämlich dem Willen und der Erklärung dieses Willens. Und der Kontext, der muss dann eben auf einen Rechtserfolg gerichtet sein. Also das, was wir klassischerweise im Rechtsbereich, im juristischen Kontext als rechtlich relevante Willenserklärung ansehen. Auf die Frage werden wir auch noch eingehen, aber hier schon vorab, wenn jemand nur eingeladen wird zum Abendessen, bedeutet das eben noch nicht unbedingt, dass damit ein Rechtserfolg herbeigeführt werden soll. Wenn also eine Verabredung stattfindet, heute Abend 20 Uhr, Abendessen bei mir, und alle sagen ja,
es besteht Konsens und wir würden auch hier ganz allgemein sagen, okay, es wurden Willen ausgetauscht, man hat klare Erklärungen abgegeben, es ist ein Konsens gefunden worden, offenbar vielleicht sogar ein Vertrag geschlossen, aber doch einer, der im sozialen Bereich relevant ist und nicht mehr im rechtlichen Bereich. Ja, also kaum jemand würde auf die Idee kommen, wenn dann kurz vor dem Abendessen eine der beiden Seiten absagt und sagt, ach du, pappalapapp, ich gehe jetzt doch zu McDonald's. Oder der andere sagt, du, tut mir leid, jetzt kommt doch jemand anderes und wir laden dich mal eben aus, dass man dann eine Klage bei Gericht anstrengt. Wann das der Fall ist, dass ein Sachverhalt, bei dem Willenserklärungen ausgetauscht werden, in den Rechtsbereich gehören oder eben nicht in den Rechtsbereich gehören, ist eine der spannenderen Abgrenzungsfragen, die wir uns nachher am Begriff des Rechtsfolgewillens auch nochmal genauer anschauen müssen. Also, wir haben im Grunde diese beiden Aspekte, die Äußerung und den Willen. Und das Ganze muss sich auf eine Rechtsmaterie beziehen, also einen Rechtserfolg herbeiführen wollen oder eben der Wille muss auf einen Rechtserfolg gezielt werden sein. Diese drei Aspekte spielen hier eine Rolle. Schauen wir uns zunächst mal die beiden Wesenselemente der Willenserklärung an. Da haben wir also den subjektiven Tatbestand. Der subjektive Tatbestand ist also das, was das Internum ist, also der Wille. Und man fragt sich nun, ist der Wille irgendwie ganz allgemein der Wille oder worauf kommt es hier eigentlich an? Der Wille. Und klassischerweise findet man drei Begrifflichkeiten formuliert. Der erste Begriff wäre der Handlungswille. Der zweite Begriff, der auf der subjektiven Tatbestandsebene relevant ist das Erklärungsbewusstsein. Und der dritte relevante Begriff ist der sogenannte Geschäftswille. Manche setzen den Geschäftswillen und den Rechtsfolgewillen in eins. Dazu werde ich nachher noch einmal was sagen, wenn wir uns das Problem der Abgrenzung Rechtsfolgewille und Gefälligkeit genauer anschauen. Also eigentlich geht es um Fragen des sozialen Bereichs und des Rechtsbereichs, wenn es also um den Rechtserfolg geht. Schauen wir uns zunächst den Handlungswillen an. Folgender Fall: Sie schlafen mit Ihrem Partner eng aneinander gekuschelt, schön, und mitten in der Nacht raunt Ihr Partner tief im Traum: Ich will dich heiraten. Okay? Entweder ist ein Albtraum oder vielleicht auch ein schöner Traum, was auch immer. Im Idealfall natürlich hier kein Albtraum. Aber Sie sagen, oh ja, ich dich auch. Und dann kann man fragen, ist das jetzt eine Verlobung? War das ein Vertrag? So, trivialer Zusammenhang. Leute, die im Schlaf erzählen, vor denen sollte man sich hüten. Ja. Auf jeden Fall ist das, was Sie im Schlaf äußern, nicht justiziabel. Das ist also nicht justiziabel. Sie können also nicht am nächsten Morgen Ihren Partner sozusagen darauf festnageln und sagen, schön Schatz, wann laden wir unsere Eltern ein? Ja? Das ist dann ein Problem, weil möglicherweise weiß der Partner gar nichts davon und vielleicht hat er sogar im Traum diese Erklärung jemandem anderen gegenüber abgegeben, dann wird es richtig peinlich. Also bleiben Sie einfach dabei, okay, kein Handlungswille. Alles, was im Schlaf erklärt wird, ist so der Klassiker, erfüllt nicht den Tatbestand einer Willenserklärung, ja? Auch wenn die Äußerung laut und deutlich erfolgt sein mag. Das Gleiche ist ein Wille, der unter Zwang abgenötigt würde. Es gibt so die ein oder anderen Beispiele, historische Beispiele, wo dann eine auf Zwang basierende Vermählung dergestalt stattfindet, dass die Braut eigentlich nicht will, weil sie ja jemand anderen liebt, und dann stehen sie vor dem Altar und der Bräutigam hat schon Ja gesagt und die Braut traut sich nicht, weil sie eigentlich nicht Ja sagen möchte im Angesicht der Gemeinde und vor Gott. Und dann kommt ihr Vater oder ihr ältester Bruder und stößt sie nach vorne, so mit dem Kopf nach vorne nickend, dass sie dann einfach irgendein Geräusch von sich gibt und das wird dann als ein Ja gedeutet. Auch das ist was unter vis absoluta, so der lateinische Ausdruck, also mit zwingender Gewalt
herbeigeführt wurde, ist kein Handlungswille in dem Sinne, dass hinreicht für eine Willenserklärung. Komplizierter ist es mit vis compulsiva, oder eigentlich ist es auch nicht komplizierter, aber was ist mit erzwungenen Willenserklärungen? Also jemand sagt, pass auf, verkauf mir dieses Fahrrad jetzt für 50 Euro oder werde dir etwas Unangenehmes zufügen. Ja? Also in irgendeiner Form. Das ist dann also eine Drohung. Ist also eine Willenserklärung, die unter einer Drohung erfolgt, das wäre vis compulsiva, ist das ein hinreichender Wille für den Tatbestand der Willenserklärung? Man würde auf den ersten Blick genötigt sein zu sagen, nein, natürlich nicht, das kann doch keine wirksame Willenserklärung sein, in der Tat. Die Frage der Wirksamkeit ist eben wieder von dem Tatbestand der Willenserklärung zu unterscheiden. Es kann keine wirksame Willenserklärung sein, aber der Tatbestand einer Willenserklärung ist tatsächlich gegeben, wenn man dem Druck nachgibt und aufgrund einer Drohung irgendwo seine Unterschrift untersetzt, dann hat man möglicherweise aufgrund von Zwang einen Vertrag geschlossen, den man eigentlich gar nicht schließen wollte. Ja? Und dieser Vertrag kann im Zweifel auch angefochten werden. Da sind wir wieder beim Begriff der Anfechtung und da schauen wir uns mal den Paragraphen 123 an. Anfechtbarkeit wegen Täuschung oder Drohung, Absatz 1. Wer zur Abgabe einer Willenserklärung durch arglistige Täuschung oder widerrechtlich durch Drohung bestimmt worden ist, kann die Erklärung anfechten. Das heißt also, der Gesetzgeber unterscheidet hier also den Tatbestand der Willenserklärung. Jemand hat also den Willen geäußert und es reicht auf der subjektiven Tatbestandsebene, dass also auch mit vis compulsiva ein Wille erzwungen wurde. Ja, man kann sich auch weigern und sagen, okay, ich nehme das Übel in Kauf. Dann ist das offenbar der Wille desjenigen gewesen. Unter Abwägung aller Umstände hat jemand ein durch Drohung herbeigeführtes Rechtsgeschäft akzeptiert. Aber das soll eben nicht gelten vor dem Recht. Das bedeutet, er kann es anfechten. Also nachträglich, wenn möglicherweise die Situation eine andere geworden ist, er sich nun darauf besinnen kann, die Drohung ist irgendwie nicht mehr so akut oder er hat mittlerweile Polizeischutz oder was auch immer er da geregelt hat, dass die Angst vor der Drohung jetzt nicht mehr so groß ist, kann also das Rechtsgeschäft angefochten werden. Und das heißt, wir sind wieder in dem Bereich, dass wir zwar den Tatbestand des Rechtsgeschäfts haben, den Tatbestand der Willenserklärung, die hier abgegeben wurde, aber es ist keine wirksame, sondern eine anfechtbare Willenserklärung. Ja, das ist wichtig zu unterscheiden. Also der Handlungswille liegt nur bei vis compulsiva oder in Ohnmachtskonstellationen nicht vor. Ansonsten liegt immer ein Handlungswille vor und der ist der Grundtatbestand für die Willenserklärung, wie wir gleich sehen werden. Denn der nächste Begriff ist das sogenannte Erklärungsbewusstsein. Was heißt denn Erklärungsbewusstsein? Ich muss mir im Klaren darüber sein, dass ich eine rechtsgeschäftlich verbindliche Erklärung abgebe. Jetzt könnte man sagen, ja gut, das ist doch offenbar auch der Fall, den wir hatten mit dem Traumtänzer oder der Erklärung, die im Traum abgegeben wird. Auch hier wird man sich hinterher dann durchaus darauf berufen können, ich hatte doch gar kein Erklärungsbewusstsein. Da fehlt es schon eben am Handlungswillen und das ist viel stärker und damit liegt schon der Tatbestand der Willenserklärung nicht vor. Die Frage, und das ist jetzt häufig ein großes Problem bis in die Gegenwart, dass man mit der Einordnung des Erklärungsbewusstseins Probleme hat. Gehört das Erklärungsbewusstsein zum Tatbestand der Willenserklärung, also nicht zur Frage der Wirksamkeit der Willenserklärung, sondern wir sind noch auf der Ebene des Tatbestandes, also zum Tatbestand. Was ist das dann, Erklärungsbewusstsein? Folgender Fall. Sie kommen irgendwo in Rheinland in eine Gastronomie. Gut, das ist im Moment sehr utopisch, aber gehen wir mal davon aus, dass wir vielleicht im Sommer wieder die Möglichkeiten haben, dass man in die Gastronomie gehen kann. In so einer Gastronomie findet nun etwas statt, was in solchen Gastronomien im Rheinland häufiger stattfindet, nämlich eine Versteigerung.
eine Weinversteigerung. So, und sie sehen das alles gar nicht so richtig, aber sie kommen rein und sie sehen, dass ihr Freund schon an einem Tisch sitzt und sie heben die Hand und grüßen ihn. Und in dem Moment bekommen sie den Zuschlag. Ja, das ist der Klassiker der sogenannten Trierer Weinversteigerung. Das ist also der Schulfall für das Erklärungsbewusstsein, das hier offenbar fehlt. Denn sie wollten ja eigentlich gar keine rechtsgeschäftliche Erklärung abgeben, aber nach außen hin geben sie in dem entsprechenden Milieu und in dem Kontext eine klare Erklärung ab durch Aufheben der Hand, dass sie ein Gebot abgeben und nun bekommen sie den Zuschlag. Ja? Nun haben sie aber die Erklärung ohne Erklärungsbewusstsein abgegeben. Ja, sie haben also eine Erklärung abgegeben, die in diesem Kontext als eine rechtsgeschäftliche relevante Willenserklärung anzusehen ist. Und sie sind sich darüber aber gar nicht im Klaren und ihnen war das gar nicht bewusst. Gehört also das Erklärungsbewusstsein zum Tatbestand der Willenserklärung? Darüber herrscht ein langer Streit. Wobei dieser Streit dann final, ich glaube in den 80er Jahren, vom Bundesgerichtshof entschieden wurde. Was nicht so heißt, dass man kann ja immer noch weiter streiten, also man kann ja trotzdem noch sagen, also das ist ja wohl das Mindeste, dass sich jemand auch im Klaren darüber ist, dass er rechtsgeschäftlich aktiv ist. Alles andere kann ja nicht den Tatbestand einer Willenserklärung erfüllen. Der Bundesgerichtshof hatte folgenden Fall zu entscheiden, da ging es um eine Bürgschaftserklärung und zwar hatte die Bank die einen Schuldner betreute, der wollte einen neuen Kredit und die Bank hat aber gesagt, naja gut, wir brauchen aber weitere Sicherheiten und der Schuldner hat gesagt, naja, frag doch mal den und da, der hat doch schon mal für mich gebürgt, der würde das nochmal machen. Und daraufhin hatte die Bank den potenziellen Bürgen angeschrieben und gesagt, der und der, der meinte, sie würden sich verbürgen wollen. Und daraufhin hatte der potenzielle Bürger geschrieben, ja, ich habe mich verbürgt. Ja? Viel mehr stand da nicht. Und das galt nun für die Bank. Okay, der verbürgt sich und dann hat die Bank den entsprechenden Kredit auch an den Schuldner ausgezahlt. Wie das dann häufig so ist in den pathologischen Fällen, der Schuldner geht pleite, muss Insolvenz anmelden und hat nichts mehr, was bei ihm zu holen ist. Also wendet sich jetzt die Bank an den Bürgen. Und zwar aufgrund seiner Erklärung, ja, ich habe eine Bürgschaft übernommen. Ja, dann sagt er, gut, dann nehmen wir dich jetzt aus dieser Bürgschaft in Anspruch. Und dann stellte sich heraus, dass der Bürger eigentlich nur erklären wollte, sozusagen gar nicht eine Willenserklärung abgeben wollte, sondern nur eine Wissensmitteilung abgeben wollte, nämlich, dass er tatsächlich schon mal eine Bürgschaft übernommen hatte. Ja, das ist eine Wissensmitteilung, aber keine Willenserklärung. Also hatte der Bundesgerichtshof den Fall zu entscheiden und die Frage zu beantworten, es ist offensichtlich ein fehlendes Erklärungsbewusstsein hier, aber es war eine rechtsgeschäftliche Erklärung, jedenfalls objektiv im Erklärungstatbestand, im Umlauf und daraufhin hat auch die Bank entsprechende Vermögensverfügung unternommen, im Vertrauen darauf, dass die Erklärung eine Willenserklärung sei. Also, lange Rede, kurzer Sinn, was hat der Bundesgerichtshof gesagt? Er hat gesagt, das Erklärungsbewusstsein gehört nicht zum subjektiven Tatbestand der Willenserklärung. Es reicht, wenn eine Erklärung abgegeben wird, die im äußeren Rechtsverkehr den Anschein erweckt, es handle sich tatsächlich um eine Willenserklärung. Also schlägt sich der Bundesgerichtshof auf die Seite derer, die sagen, der Erklärungstatbestand ist wichtiger als der subjektive Tatbestand, weil da kann ja jeder kommen und hinterher behaupten, er hätte nur eine Wissensmitteilung abgegeben. Ja? Die Frage war dann wieder, was ist die Konsequenz davon? Und der Hinweis war nun der, dass dieser Fall, wir werden uns das ja auch dann noch genauer anschauen bei der Diskrepanz von Wille und Erklärung, genau so zu behandeln sei wie der Fall des Irrtums nach § 119. Denn, schauen wir uns den nochmal an in Ruhe, lesen wir den durch, wer bei der Abgabe einer Willenserklärung über deren Inhalt im Irrtum war oder eine Erklärung dieses Inhalts überhaupt nicht abgeben wollte, kann die Erklärung anfechten, wenn anzunehmen ist und so weiter. Das setzt allerdings, und deswegen passt der 119 natürlich streng genommen gar nicht so genau auf den Fall der Wissenskundgabe und des fehlenden Erklärungsbewusstseins, weil hier ja
offenbar, und das ist ja der entscheidende Punkt, gar kein subjektiver Tatbestand der Willenserklärung vorliegt nach Ansicht desjenigen, der dort erklärt hat. Also muss mit Hilfe der Entscheidung des Bundesgerichtshofs gesagt werden, das Erklärungsbewusstsein gehört nicht zum subjektiven Tatbestand der Willenserklärung. Ja? Wenn also das Erklärungsbewusstsein nicht zum subjektiven Tatbestand der Willenserklärung gehört, dann ist das möglicherweise eine anfechtbare Erklärung, eventuell durch analoge Anwendung des Paragraphen 119 und analoge Anwendung von Paragraph 142. Aber jedenfalls kommt es für den Tatbestand der Willenserklärung, muss ich selber aufpassen, also für den Tatbestand der Willenserklärung nicht darauf an, dass der Erklärende sich im Klaren darüber ist, dass er rechtsgeschäftlich agiert. Ja, also das schon mal merken, das Erklärungsbewusstsein nach ganz herrschender Meinung kein Tatbestandsmerkmal der Willenserklärung. Dann finden wir immer noch wieder den Begriff des Geschäftswillens bzw. des Rechtsfolgewillens. Das heißt, der Rechtsfolgewille und der Geschäftswille ist dann quasi das, was sich konkret auf den Rechtserfolg bezieht. Und hier wird ganz allgemein gesagt, dass der Geschäftswille bzw. eben der so verstandene Rechtsfolgewille, ich werde auf den Tatbestand, auf das Kriterium des Rechtsfolgewillens gleich nochmal eingehen, jedenfalls, dass dieser Geschäftswille, also ein ganz konkretes Geschäft zu wollen, auch nicht zum subjektiven Tatbestand der Willenserklärung gehört. So jedenfalls die ganz allgemeine Auffassung. Ich lasse das hier an dieser Stelle auch mal unkommentiert, nur damit die Begriffe einfach mal schon thematisiert werden. Wir werden uns damit noch ausführlicher beschäftigen. Und der Hinweis, der hier in den Lehrbüchern zu finden ist, dass also der Geschäftswille der ist, der sich auf einen ganz konkreten Rechtserfolg bezieht. Nehmen wir das Beispiel von vorhin. Also ich verkaufe mein Fahrrad und will es für 500 Euro verkaufen, erkläre aber nur, dass ich es für 50 verkaufe. Dann ist mein Geschäftswille gerichtet auf den Verkauf zu 500. Ja? Und irrtümlich erkläre ich 50. Also, mein Geschäftswille für 500 verkaufen zu wollen, ist aber irrelevant, wie man aus den Regelungen der Paragraphen 116 fortfolgende entnehmen kann. Ein Gesamtgedanke. Ich verweise hier nur auf die Norm, die wir jetzt schon dreimal gelesen haben, nämlich den Paragraphen 119, denn ich kann ja dann das Geschäft anfechten. Nun ja, dazu kann man dann einiges sagen, will ich an dieser Stelle nicht das kritisieren, aber das sind so Begrifflichkeiten, die man sich an sich zunächst mal merken muss. Geschäftswille, Erklärungsbewusstsein, Handlungswille. Wenn wir das also ernst nehmen, wäre nach allgemeiner Auffassung und herrschender Auffassung für die Willenserklärung alleine der Handlungswille entscheidend. Alles andere, was da steht, spielt keine Rolle. Zum Rechtsfolgewillen werde ich, wie gesagt, gleich nochmal was separat sagen. Der wird häufig eben mit dem Geschäftswillen vermengt, das stimmt dann aber nicht. Der Handlungswille ist ja nun wirklich das Minimum, dass man im Grunde überhaupt ein gewisses Bewusstsein für seine Erklärung hat. Gut, zu alledem, da könnte man mal wieder aufräumen begrifflich, aber das will ich an dieser Stelle nicht tun. Bleiben wir mal dabei, dass das diese drei Begriffe müssen wir uns merken und wir müssen uns merken, dass weder das Erklärungsbewusstsein noch der Geschäftswille nach herrschender Auffassung zum subjektiven Tatbestand der Willenserklärung gehören. Merken wir das erstmal so im Hinterkopf. Dann haben wir den objektiven Tatbestand. Das ist also der Erklärungstatbestand. Und hier würden wir sagen, naja, klassischerweise und der häufigste Fall ist, dass jemand eben mit Worten seine Erklärung abgibt. Ja, hiermit erkläre ich, dass ich das Fahrrad für 500 Euro verkaufen möchte. Ja, das kann man dann noch ausführlicher formulieren oder knapper, wie auch immer. Jedenfalls im Regelfall nutzen wir für unsere Erklärungen die deutsche Sprache. Jedenfalls im deutschsprachigen Kontext, wenn wir im
internationalen Kontext uns bewegen, dann gegebenenfalls die jeweils dort relevante Sprache. Wenn ich also mit meinem italienischen Geschäftspartner korrespondiere, dann eventuell in Italienisch oder eben ansonsten im internationalen Geschäftsverkehr häufig dann auch Englisch und so weiter. Und damit sieht man dann auch schon ganz häufig, dass der Gebrauch einer Fremdsprache häufig zu dem Problem führen kann, die wir schon angesprochen haben, nämlich zu einer Diskrepanz zwischen dem, was man will und dem, was man erklärt, weil einem die entsprechenden Begrifflichkeiten möglicherweise nicht so geläufig sind, beziehungsweise die objektive Interpretation eines Muttersprachlers von bestimmten Begriffen eben eine andere sein kann als die eines gewissen Laien. Da stellt sich dann die Frage, wer trägt das Sprachrisiko, wenn also eine Erklärung abgegeben wird, die nicht dem Gewollten entspricht. Auch das werden wir uns dann genauer anschauen. Bleiben wir erstmal bei dem Tatbestandsmerkmal objektiv ausdrücklich. Ich erkläre also etwas mit meinen Worten, ja, schriftlich, notariell oder eben mündlich. Das sind die drei Ausdrucksformen, die zunächst mal relevant sein können. Auf die Formtatbestände kommen wir dann ja auch noch ausführlicher zu sprechen, will ich hier an dieser Stelle auch erstmal überspringen. Der zweite wichtige Begriff in diesem Kontext ist der Gedanke der Konkludenz, also schlüssiges Verhalten. Das findet sich ganz häufig bei den Leuten, die eher schweigsam durchs Leben gehen. Also wenn sie morgens am Zeitungskiosk, auch das der Schulfall, ohne viel Worte sich die Bildzeitung nehmen, legen die, ich weiß gar nicht, was eine Bildzeitung kostet, Sie sehen schon, ich kaufe die gar nicht, 2,70 Euro oder keine Ahnung was, legen die einfach sprachlos da auf den Tresen, nehmen die Zeitung und gehen weiter, dann wurde nicht ein Wort ausgetauscht, weder vom Käufer noch vom Verkäufer, und trotzdem wurden mindestens drei Rechtsgeschäfte getätigt, nämlich zwei Verfügungsgeschäfte. Das Geld wurde übereignet, die Zeitung wurde übereignet und ein Kaufvertrag über die Zeitung wurde geschlossen. Das ist einfach konkludent. Man muss also nicht viel handeln. Wenn ich also etwa irgendwo auf dem Flohmarkt stehe und mein Fahrrad verkaufe und habe da ein Schild dran stehen und jemand sagt auch nichts, sondern gibt mir einfach die 500 Euro oder die 50 Euro, je nachdem für welchen Preis jemand auf dem Flohmarkt sein Fahrrad verkaufen will, dann läuft das eben auch nicht ausdrücklich, sondern konkludent, schlüssig. Also durch schlüssiges Handeln kann ebenso ein Vertrag geschlossen werden, nämlich indem die Erfüllungshandlungen einfach vorgenommen werden. Durch Erfüllungshandlungen erkläre ich, dass ich mich mit den Bedingungen bereit erkläre. Schließlich letztes Stichwort zum objektiven Tatbestand: Schweigen. Kann Schweigen ein objektiver Tatbestand sein? Grundsätzlich nein. Ja, also Schweigen ist eben kein objektiver Tatbestand. Es gibt ja dann ganz häufig so die Frage, kann einem das Schweigen abgenötigt werden? Also so unter dem Motto, ich schicke jemandem etwas zu und sage, das ist sehr wertvoll, ein Buch. Und ich gehe davon aus, dass wenn ich innerhalb der nächsten 3 Wochen nichts höre, Sie mit meinem Angebot, mir 500 Euro für dieses Buch zu zahlen, einverstanden sind. Und ist dann das Schweigen desjenigen, der einfach nur überrascht ist, wie ein Buch 500 Euro kosten kann, tatsächlich sozusagen eine Vertragsannahme? Nein, natürlich, ich kann im Rechtsgeschäftsverkehr nicht von jemand anderen durch ein Schweigen dazu gebracht werden, einen Vertrag zu schließen. Das würde ja die ganze Idee konterkarieren, dass wir ein mehrseitiges Rechtsgeschäft, selbst bei einseitig verpflichtenden Geschäften, also einen Vertrag brauchen. Und ein Vertrag setzt Konsens voraus und dieser Konsens muss auch irgendwie ausgedrückt werden. Es gibt gleichwohl, vor allem im Handelsrecht, bestimmte Konstellationen, in denen das Schweigen Erklärungswert hat. Das spielt also, wie gesagt, eine Rolle, vor allem dann im Unternehmensrecht, weil man da von Kaufleuten einfach mehr erwarten kann, dass also Kaufleute im Vertrauen miteinander agieren. Und der bekannteste Fall ist etwa das kaufmännische Bestätigungsschreiben. Kaufmännisches Bestätigungsschreiben setzt voraus, dass sich zwei Kaufleute schon vorher
etwa über viele Punkte hinsichtlich des von Ihnen beabsichtigten Vertrages geeinigt haben. Dieser Vertrag ist dann durch Punktation auch weitgehend fixiert worden. Und nun fast eine Seite das Ergebnis der Gespräche, die dann irgendwo mal stattgefunden haben, zusammen, schickt das dann an die andere Seite und sagt, also wir haben uns geeinigt über folgende Punkte. Na, und dann wird auf vier DIN A4 Seiten oder mehr zusammengefasst, was man dann so mündlich besprochen hat. Und ich gehe davon aus, dass Sie das auch so sehen, es sei denn, Sie haben noch irgendwelche Berichtigungen. Und wenn nun der Kaufmann auf so ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben schweigt und nichts sagt, dann gilt das als Zustimmung. Ja. Aber dann haben ja in der Tat Vertragsverhandlungen stattgefunden und da war man eben vorher nicht im Schweigen, sondern man hat tatsächlich miteinander gesprochen. Und in gewisser Weise ist dieses kaufmännische Bestätigungsschreiben nichts anderes als eine Verschriftlichung der Ergebnisse. Es geht also um die Konfirmation dessen, also die Bestätigung, die schriftliche Bestätigung dessen, worauf man sich verständigt hat. Ja? So viel zum subjektiven und objektiven Tatbestand. Wie gesagt, wir werden das noch im Detail dann ausführlicher besprechen, wenn wir in die Rechtsgeschäftslehre kommen, nur dass die Begriffe schon mal geklärt sind. Und hier schauen wir uns jetzt an, wie der Tatbestand des Vertrages, das war jetzt der Tatbestand der Willenserklärung, der Tatbestand des Vertrages konstituiert ist. Man kann also sagen, es geht um eine Willenseinigung, das wäre die subjektive Seite. Ja, die müssen sich sozusagen im Willen verständigt haben. Man spricht dann eben auch vom Konsens. Ja. Die Willenseinigung, das ist also auch eher so ein älterer Begriff, vor allem aus der Perspektive einer Willenstheorie, die sagt allein, dass auf den Willen kommt es an. Wir werden noch sehen, dass das durchaus Unterschiede machen kann. Deswegen schauen wir auch auf die häufiger zu anzutreffende Erklärung oder Beschreibung, Definition des Vertrags, mindestens zwei inhaltlich übereinstimmende Willenserklärungen. Also der Vertrag setzt sich zusammen aus mindestens zwei inhaltlich übereinstimmende Willenserklärungen. Und schon kann man wieder fragen, okay, was bedeutet das inhaltlich übereinstimmen? Muss der Wille übereinstimmen oder muss die Erklärung übereinstimmen? Auch das ist natürlich wieder der Punkt, auf den wir noch genauer dann im Rahmen der Rechtsgeschäftslehre eingehen wollen. Hier ist nur eben wichtig zu sehen, dass der Vertrag aus mindestens zwei übereinstimmenden Willenserklärungen bestehen muss. Und die Frage dann, welchen konkreten Inhalt die Willenserklärungen jeweils hatten, durch Auslegung zu ermitteln ist. Und wir haben ja den 133 auch schon kennengelernt, im Paragraphen 133, der ja vor allem auf den Willen abstellt, ja. Bei der Auslegung einer Willenserklärung sei der wirkliche Wille zu erforschen und nicht am buchstäblichen Ausdruck zu haften. Also der Vorrang tatsächlich der Willenseinigung zu fragen, haben die dann tatsächlich einen Konsens erzielt? Dann kann es durchaus auch sein, dass, wenn falsche Begrifflichkeiten verwendet wurden, es darauf gar nicht ankommt. Ja, wenn also im Ausdruck etwas Falsches erklärt wurde, aber die Parteien in der Sache einig sind, dann soll es eben nicht darauf ankommen, dass sie an dem falschen Ausdruck festgehalten werden, sondern am Willen, der eben zu einer Übereinstimmung gekommen ist. Die Lateiner nennen das eben eine falsa demonstratio non nutet, also eine Falscherklärung schadet eben nicht, wenn inhaltlich auf der Willensebene die Parteien zueinander gekommen sind. Insoweit gibt es zwei Modi, wie die Parteien zueinander kommen, im Blick auf diesen Konsens oder diese Willenseinigung oder beziehungsweise eben die übereinstimmenden Willenserklärungen. Und der Vertragsschlussmodus Nummer 1 ist der bekannteste und das ist der, der vor allem eben auch an den juristischen Fakultäten in der Rechtsgeschäftslehre immer hoch und runter traktiert wird, nämlich ein Vertrag kommt zustande durch Angebot und Annahme. Da sind wir bei den Paragraphen 145 fortfolgende, ja, wo es dann um Angebot und Annahme geht, 145, etwa Bindung an den Antrag, wer einem anderen die Schließung eines Vertrags anträgt, ist an den Antrag gebunden. Dieser Modus
Angebot und Annahme geht von dem einfachen, von der einfachen Struktur aus, dass der eine ein Angebot unterbreitet. Ich verkaufe dir mein Fahrrad für 500 Euro. Ja? Und dieses Angebot, Stichwort Essentialia Negotii, auch hier sehen wir wieder mal die lateinischen Begriffe, die eben aus dem römischen Recht übernommen wurden. Dieses Angebot muss alle Essentialia, alles Wesentliche schon enthalten, damit es überhaupt angenommen werden kann. Und dann sagt, für den Kaufvertrag sind die wesentlichen Elemente der Kaufgegenstand und der Kaufpreis. Ja, es muss also gesagt werden, ich verkaufe dir genau dieses Fahrrad, ja, dann kann man das noch genau beschreiben, Modell XY und das zum Preis von XY. Also bleiben wir bei dem Ausgangsfall 500 Euro, dieses Rennrad der Marke Shimano, Shimano-Schaltung, irgendwie Deore XE oder keine Ahnung, wie die Sachen alle heißen, und dann kann man das alles genauer beschreiben, das Modell also im Detail auflisten. Und den Preis. Dann ist das ein Angebot. Und die Annahme muss nun so erfolgen, dass mit der Annahmeerklärung gesagt wird, ja genau, dieses Fahrrad mit der Gangschaltung, das und das Modell, Jahrgang so und so, mit der Farbe XY zum Preis von, möchte ich gerne erwerben. Das ist klassischerweise der Modus, der im römischen Recht mit der Stipulatio ursprünglich verknüpft ist, wo also einer sagt, ich verspreche dir, ich übereigne dir das Fahrrad so und so, wenn du mir versprichst, dass du mir dafür das Geld so und so gibst. Ja? Und da kam der Vertrag eben nur zustande, wenn der andere genau das wiederholt und sagt, ja, ich verspreche dir, den Betrag so und so zu zahlen, wenn du mir das Fahrrad so und so gibst. Ja? Das ist also Angebot und Annahme. Klingt so ein bisschen schwerfällig, hat natürlich den Vorteil, dass man im Kern genau nachvollziehen kann, wann welches Angebot, wann genau welche Annahme erklärt wurde. Und Angebot und Annahme sind eben jeweils Willenserklärungen. Und die müssen nach der Definition eben übereinstimmen. Ja? Und klassischerweise jedenfalls inhaltlich, nämlich von dem, was gewollt ist. Paragraph 133. Und wenn es eine Abweichung von dem, was gewollt ist und dem, was erklärt wurde, kann der eine oder der andere Teil gegebenenfalls sein Angebot oder seine Annahme anfechten, weil eben etwas erklärt wurde, was gar nicht gewollt war. Gut, das ist, wie gesagt, ein Ausblick auf unsere Beschäftigung mit dem Rechtsgeschäft dann im Detail. Hier geht es, wie gesagt, zunächst mal um den Tatbestand des Vertrages und den Vertragsschlussmodus, nämlich Angebot und Annahme. Es gibt den zweiten Vertragsschlussmodus, der ist uns schon begegnet beim kaufmännischen Bestätigungsschreiben. Das bedeutet, man setzt sich unter Kaufleuten nur ganz selten, wenn es um komplexere Verträge hin und der eine sagt, so, ich mache dir jetzt mal ein Angebot und der andere sagt, ja, das ist ja interessant, ich nehme das an, aber ich modifiziere dieses Angebot wie folgt. Und dann sagt der andere, das ist aber ein interessantes modifiziertes Angebot, das modifiziere ich jetzt so. Und dann sagt der andere, na, das ist ja aber schön modifiziert, ich modifiziere das noch in den und den und den und den Punkten. Das heißt, das ist etwas schwerfällig hier, wenn es um Hin und Her geht, von einem Modus Angebot und Annahme zu sprechen, sondern hier spricht man ganz allgemein von Vertragsverhandlungen. Und das Ergebnis sind häufig Punktationen. Die Regeln, die hier vor allem relevant sind, sind die Paragraphen 154 und 155. Offener Einigungsmangel und versteckter Einigungsmangel. Wenn man also glaubt, man hätte sich geeinigt über alle Punkte, aber man hat sich in Wirklichkeit noch gar nicht über alle Punkte geeinigt und so weiter, dann hat man die entsprechenden Auslegungsregeln hier in diesem Modus. Und das ist wichtig. Das wird häufig nicht gut unterschieden und man wendet dann die Paragraphen 154 und 155 auch für Sachverhalte an, die im Vertragsschlussmodus 1 laufen, Angebot und Annahme, und das ist, wie wir noch ausführlicher besprechen werden und sehen werden, etwas irreführend. Aber das machen hervorragende Juristen bis heute aus meiner Sicht durchaus falsch. Man sollte also an dieser Stelle schon von vornherein diese beiden Modi sinnvoll unterscheiden. Angebot und Annahme, das ist häufig bei kleineren Geschichten so,
Fahrradverkauf, Autoverkauf und so weiter. Vertragsverhandlungen ist regelmäßig etwas komplexer. Jemand errichtet ein Fabrikgebäude oder ein Kraftwerk oder irgendwas oder all die Gebäude mit Ausstattung, möglicherweise selbst ein Bauträgervertrag, wo man sich mit dem Bauträger hinsetzt und dann die konkrete Ausstattung bespricht, welche Türklinken im Badezimmer und welche Fliesen und so weiter, welche Armaturen im Bad. Das sind dann Punkte, wo es wirklich um viele Details geht, die geklärt werden sollen. Das sind dann eben Verhandlungen und nicht Angebot und Annahme. So viel zum Tatbestandsproblematik des Vertrages. Schließlich noch letzter Punkt, Regelung allgemeiner Wirksamkeitsvoraussetzungen, nur als Merkposten. Wir haben ja schon gesehen, dass es bestimmte Möglichkeiten gibt, eine Willenserklärung eben zu beseitigen durch Anfechtung. Und da stellt sich also die Frage, ist das eine wirksame Willenserklärung? Wenn sie angefochten wurde, eben nicht, weil sie ist ex tunc nichtig. Also sie kann von vornherein als unwirksam behandelt werden. Das Gewollte gilt rechtlich nur, wenn ein wirksames Rechtsgeschäft vorliegt. Was wir eben betrachtet haben, ist der Tatbestand. Wie kommt es zu einem Rechtsgeschäft? Wie kommt es zu einer Willenserklärung? Erklärungsbewusstsein, Geschäftswille sind nicht relevant, aber der Ausdruck, der verwendet wird und so weiter, muss vorliegen. Und die Essentialia Negoti, sonst haben wir es nicht mal mit einem entsprechenden Vertragsangebot und so weiter zu tun. Das heißt, hier machen wir aber noch nicht Halt und wir haben das gesehen beim Anspruchsaufbau. Das Gewollte gilt eben rechtlich nur, wenn ein wirksames, und die Betonung liegt jetzt auf wirksam, Rechtsgeschäft vorliegt. Es gibt also diesen ganzen Bereich der rechtsvernichtenden und der rechtshindernden Einwendungen, die also dazu führen, dass der Tatbestand eines Rechtsgeschäfts entweder von vornherein gar nicht zustande kommt oder nachträglich zunichte gemacht wird. Das heißt, der Begriff der Wirksamkeit ist eine juristische Terminologie zur Bestimmung der Rechtsfolgen des Tatbestands Rechtsgeschäft. Klingt jetzt ein bisschen kompliziert und abstrakt, aber es meint im Kern nichts anderes, als dass es eine Bewertung des Gesetzgebers, dass unter bestimmten Umständen ein Rechtsgeschäft, auch wenn es de facto vorliegt, nehmen wir beispielsweise also ein Rechtsgeschäft, das aufgrund einer Drohung zustande gekommen ist. Ja, wir haben den Tatbestand des Rechtsgeschäfts, aber der Gesetzgeber von der Wertung her, dass so einem Rechtsgeschäft die Gültigkeit versagt werden muss, das wird nun mit dem Gesichtspunkt der Wirksamkeit in der juristischen Terminologie deutlich gemacht. Ja, wir sagen, okay, also ein erzwungenes Rechtsgeschäft ist zwar ein Rechtsgeschäft, aber kein wirksames, wenn es jedenfalls angefochten wird. Per se hat es zunächst Bestand, aber es besteht die Möglichkeit, dass derjenige, der gezwungen oder der durch Drohung dazu veranlasst wurde, dieses Geschäft abzuschließen, dieses Geschäft nachträglich beseitigen kann. Also eine juristische Terminologie. Das heißt, auch ein Minderjähriger oder ein Geschäftsunfähiger kann den Tatbestand des Rechtsgeschäfts erfüllen, aber der Gesetzgeber sagt, alle, die noch keine 7 Jahre alt sind, sind vollständig geschäftsunfähig. Und wenn ein vermindert Geschäftsfähiger, also sagen wir ein 14-Jähriger, ein Rechtsgeschäft abschließt, dann stellt sich die Frage, ob die Eltern zustimmen oder er einen lediglich rechtlichen Vorteil davon hat. Alles das sind Wertungen des Gesetzgebers, die an den Tatbestand des Rechtsgeschäfts die Frage noch herantragen, ist das auch ein wirksames? Ja? Also, wir hatten das ja vorhin im Ausgangspunkt Trennungs- und Abstraktionsprinzip, das sind die beiden Rechtsgeschäftssorten. Differenzierung jetzt beim Rechtsgeschäft als solchem zu unterscheiden, der Tatbestand des Rechtsgeschäfts ist abzugrenzen vom Gesichtspunkt der Wirksamkeit des Rechtsgeschäfts. Und insoweit gibt es verschiedene Grade der Wirksamkeit. Die schärfste Form der Nichtigkeit, der Unwirksamkeit wäre also die Nichtigkeit. Die zweite haben wir schon kennengelernt, also das anfechtbare Rechtsgeschäft durch Anfechtung. Und schließlich gibt es auch noch das schwebend unwirksame Rechtsgeschäft. Das ist also erstmal wirksam, wird dann aber letztlich beseitigt. So. Damit bin ich zunächst mal mit diesen ganzen allgemeinen, dogmatischen und begrifflichen Kriterien für heute am Ende. Wir
hören uns dann gleich wieder in einer halben Stunde. Und da werden wir uns noch beschäftigen mit der Frage der Gefälligkeit und dem Problem des Rechtsfolgewillens. Bis dahin, bis nachher.